Ich bin mal zum Augendiagnostiker gegangen. Der hat mir tief in die Augen geschaut und seinen eigenen Augen kaum getraut. Er hat sich kein Blatt vor den Mund genommen und mir gesagt: Mein lieber Freund, Sie sind total auf den Hund gekommen. Sie haben zu viel gefressen, zu viel gesoffen, zu viel geraucht. Sie haben sich selbst verbraucht. Sie armes Schwein, in Ihrer Lage möchte ich auf keinen Fall sein. Naja, ein armes Schwein, das auf den Hund gekommen ist, wollte ich aber nicht sein. Da habe ich mir ernsthaft Sorgen und Gedanken gemacht und nachgedacht. Woher, wohin, warum, wieso und wer ich überhaupt bin. Habe mich in den Schneidersitz gesetzt und dachte mir, jetzt kommt die Erleuchtung. Doch nichts dergleichen kam mir in den Sinn. Nur ich bin, na immerhin, nun wusste ich, dass ich bin. Cogito ergo sum, gar nicht mal so dumm, der Philosoph, der das erkannte. Ich weiß zwar nicht mehr, wie er sich nannte, aber nun war ich genauso schlau wie er. Gnotisauton, sagten schon die alten Griechen. Das heißt, erkenne dich selbst, doch wer kann sich selbst schon riechen? Naja, ich hab mich berochen, betastet und befühlt, an mir rumgespielt, Arme, Beine, Nase, Ohren, Bart, ein kleiner Bauch, und was zum Kindermachen fand ich auch. Na ganz egal, was ich auch kann, ich fand, ich bin ein Mann. Aber was für ein Mann? Doch nicht etwa dieser manipulierte, programmierte, infiltrierte, verführte, unterdrückte, verrückte, mit Kleidern und Fremdenfedern geschmückte Mann, der von seinen Trieben getrieben sich selbst kaum verstehen kann. Der sollte ich sein. Nein und nein und dreimal nein und nein und nein und nein. Ich wollte immer nur der sein, der ich bin. Nicht mehr und nicht weniger. Dafür würde ich mich sogar taufen lassen auf einen neuen Namen und mich nie mehr wieder kaufen lassen. Und die ganze Welt sollte wissen, dass ich bin, der ich bin, ich bin der ich bin.